Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück, mit ihm seine Frau und sein Neffe Lot. Ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich, er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Sie blieben aber nicht im Süden, sondern zogen in Tagesmärschen nach Bethel, zu jener Stelle, wo sie ihr Zelt zuerst aufgeschlagen hatten, zwischen Bethel und Ai. Bei dem Altar, den Abraham damals aus Stein erbaut hatte, betete er nun zum Herrn. Auch Abrahams Neffe Lot, der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rinder und eine große Anzahl von Zelten für sein Gefolge. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle vier Herden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal die Kanaaniter und die Perisiter noch im Land wohnten. Immer wieder gerieten Abrahams und Lots Hirten aneinander. Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, gehe ich nach links. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert, bis nach Soar hin. Später veränderte sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden oder das Nildelta in Ägypten. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abram und machte sich auf den Weg nach Osten. Abram blieb im Land Kanaan, während Lot sich bei den Städten in der Jordanebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Die Menschen in dieser Stadt waren voller Bosheit und lebten in ständiger Auflehnung gegen den Herrn. Nachdem die beiden sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abram: Schau dich nach allen Seiten um, das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für immer. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Mach dich auf den Weg und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Abram zog also weiter und schlug seine Zelte bei den großen Eichen von Mamre auf, nahe der Hebron. Dort baute er aus Steinen einen Altar für den Herrn.